Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier zu Frostpunk. In der letzten Folge haben wir... ich mache mal hier ganz kurz Pause. Haben wir Tesla City entdeckt und mit unserem Forschungsteam uns mutig hineingewagt in die blauen Blitze und haben es überlebt und können jetzt in Tesla City eine weitere Vorratsstation bauen bzw. eine Versorgungsroute zu unserer Stadt hier legen. Ich sehe gerade, dass wir kein Forschungsziel mehr festgelegt haben. Und wir haben kein Stahl mehr, da gerade die Stahltrümmer erschöpft sind. So, bei mir ist es ein bisschen länger her, dass ich Frostpunk gespielt habe. Deshalb muss ich gerade mal schauen und mir eine kleine Übersicht wieder schaffen. Wir haben eine Kälteperiode, oder? Nee, jetzt bald kommt eine Kälteperiode. In 2 Tagen, um genau zu sein. Wir haben die Hoffnung steigern können. Auf jeden Fall. Und die Londoner nehmen nicht mehr ganz so schnell zu wie noch vor ein paar Tagen. Das müssen wir natürlich beibehalten. Und hoffentlich können wir das beibehalten. Rohnahrung wird benötigt. Achso, ja, Rohnahrung haben wir kaum noch. Aber Essen haben wir zum Glück genug. Ich gehe mal ganz kurz hier auf den Forschungsbaum und schaue mal, was wir weiter erforschen. So, Heizung. Können die Generatorleistung erhöhen. Ermöglicht die Erhöhung der Temperatur in allen Wärmezonen um 1 Stufe. Ermöglicht die Erhöhung der Temperaturen in allen Wärmezonen um 2 Stufen, wenn die Generatorüberlastung aktiviert ist. Ermöglicht die Erhöhung der Reichweite des Generators und die Ausdehnung der Wärmezone. Der Kohleverbrauch ist unter dieser Einstellung 3-mal so hoch. Das ist natürlich richtig krass. Heizkörper verbrennen weniger Kohle. Das finde ich super. Die Heizkörper könnten wir erforschen. Da haben wir auch genug Ressourcen für. Prothesen brauchen wir nicht. Rationalisierte Automatone. Automatone kosten 20 Holz und 20 Stahl weniger in der Herstellung. Das ist natürlich richtig geil. Eingliederung von Automatonen verbessert die Eingliederung von Automatonen an den Arbeitsplatz, was ihre Effizienz um 10% erhöht. Nee, ich würde es gerne rationalisieren, dass mich Automatone weniger kosten. Dann können wir nämlich mehr davon bauen. Das würde ich mal erforschen. So. Und ich gehe ganz kurz noch auf die Weltkarte. Die sind immer noch auf dem Weg zum Fischerdorf. Hier, da haben wir ja gerade Tesla City entdeckt. Die sind auf dem Weg zum gefrorenen Hain. Und hier ist unsere Transportroute zur Kohlemine, wo wir jeden Tag 800 waren es, glaube ich, oder? 800 Kohle bekommen, genau. So. Wir brauchen auf jeden Fall Stahl. Ich werde mal ganz kurz gucken. Stahlwerke. Das sind beides Stahlwerke hier hinten. Ich könnte hier die Arbeitszeit erhöhen, damit wir mehr Stahl fördern. Ist auf jeden Fall die maximale Anzahl an Arbeitern ist hier drinnen. Hier ist noch ein Kohlehaufen. Da können wir gerade mal Ingenieure schürfen lassen, damit der noch wegkommt. Was haben wir hier denn? Kohle vorkommen, da könnten wir ein Kraftwerk bauen oder sowas. Ich guck mal ganz kurz, Kohlegenerator. Ich glaube, da brauchen wir was anderes in der Forschung für, oder? Dampfkohlegenerator. Pumpen mit Hochdruck Dampf in die unterirdischen Kohlevorkommen, drückt die wertvollen Rohstoffe an die Oberfläche. Achso, den habe ich ja schon erforscht. Habe ich den schon erforscht? Nee, könnte ich erforschen. Genug für 4 Sammelstellen. Das ist natürlich richtig krass. Holzkohlemeier. Erzeugt enorme Hitze und verkohlt bis zu 70 Holz pro Standardarbeitstag. Achso, da kann ich Holz in Kohle umwandeln. Mauerbohrer. Bohrt in die Wände unseres Kraters und legt Bäume frei, die einst einen Wald bildeten. Ich kann auf jeden Fall noch mehr, ich könnte noch ein Sägewerk brauchen. Ich
Hier wäre, glaube ich, das Beste. Aber da grenzt nicht an eine Straße an. Platzierung an diesem Ort nicht möglich. Ich lasse die hier erstmal die Kohle fördern. Und guck mal, ob ich das vielleicht hier irgendwo hinsetzen kann. Hier könnte ich es hinsetzen. Da setze ich es hin. Dann bauen die nämlich da hinten noch das Holz ab. Quatsch. Da wollte ich hin. So. Was brauchen die hier? Kohlengenerator. Da ist es natürlich kalt. Ich würde gerne diese Forschungsstation, die wir haben, das Außenpostendepot, das würde ich gerne. Dieses Gebäude kann keine weitere Expedition unterstützen. Aktuelle Obergrenze 1. Mal gucken, ob ich noch so ein Außenpostending bauen kann. Da, ich könnte noch eins bauen. Oder? Kann ich das nicht? Hier könnte ich noch eins hinbauen. Ich würde sagen, wir bauen noch ein zweites Außenpostendepot. Dann können wir nämlich noch den zweiten Außenposten... Hier könnte ich die Straße hochziehen. Ah, die würde genau daneben entlang führen. Das ist natürlich blöd. Klein, aber ich baue das jetzt da nach oben. So. Dann können wir nämlich noch Tesla City. Dann haben wir nämlich einen Dampfgenerator pro Tag. Und ich glaube, ich baue sogar noch ein Sägewerk. Dahin. Perfekt. So. Wir haben nämlich noch viele Arbeiter, die keine Arbeit haben. Beziehungsweise viele... Oh, was hier los? Sägewerk. Zack. So. Das ist angeschlossen an die Straße. Geschlossen zu dieser Tageszeit. Yes. 5 Obdachlose haben wir noch. Das heißt, ich sollte noch eine weitere Baracke bauen. Da noch eine Baracke hin. Dann haben wir keine Obdachlosen mehr. Oh, dieses Spiel ist echt so spannend. Das ist so toll. Und die kommen jetzt gleich an, mein Forscherteam. Meine Stadt wächst und gedeiht. Das freut mich extrem. Die Späher sind am Fischerdorf angekommen. So, das waren die, die in der letzten Folge Tesla City entdeckt haben. Eine heiße Quelle sorgt dafür, dass ein winziger Fleck des Meeres hier nicht zufriert. Die Amerikaner haben diese Möglichkeit genutzt, um ein Fischerdorf zu errichten. Jetzt ist es verlassen. Die Suche könnte Folgendes liefern, einen Dampfkern. Ja, dann forschen wir das Ganze mal. Kein Platz für Schwache. Dieses Fischerdorf hat Tesla City früher mit Nahrung versorgt. Als wir es durchsuchten, fanden wir einen Brief. Mike, geh nicht wieder in die Stadt. Tesla ist verrückt. Er hat alle Amputierten und alle Kranken vertrieben. Jerrys Eltern und die alte Beth sind auch darunter. Es wird Blut fließen. So viel steht fest. Und zwar schon bald. Das Dorf wurde unversehrt gelassen. Wir könnten einen Trupp zum Fischen herschicken. Arktische Station Eiskorridor. Lasst das Dorf unversehrt. Es werden nur Rohstoffe mitgenommen, die wir vor Ort finden. Wir könnten hier später einen Außenposten errichten, der uns wahrscheinlich Fisch bringt. Nahrung ist ja immer knapp, deshalb finde ich das gar nicht so schlecht, wenn wir das unversehrt lassen. Demontiert die Hütten. 277 Holz. Ne, Holz habe ich auf jeden Fall mehr als genug. Ich lasse das Dorf auf jeden Fall unversehrt.
So, wo könnte unsere Expedition jetzt hingehen? Zum Eiskorridor. Ein breiter Korridor von zerborstenem Eis zieht sich an der Küste entlang, soweit das Auge reicht. Offensichtlich hat die amerikanische Dreadnought ihn hinterlassen. Arktische Station. Ein seltsam geformtes Gebäude mit zahlreichen Antennen und Instrumenten. Es sieht wie eine Art Forschungsanlage aus. Ich würde sagen, wir gehen erst da hoch und dann da runter. Lasst unsere Forscher nach dort aufbrechen. Was ich echt schade finde, ist, dass man keine vernünftige Übersicht hat. Dass man sich nicht anzeigen kann, was jetzt alles Wohnhäuser sind oder so und was welches Gebäude ist, irgendwie mit einer Farbansicht zum Beispiel oder so. Das ist super schade. Guck mal, ob wir noch einen Außenposten. Nee. Da fehlt uns Stahl für. Wir haben aber auch keine weitere Stelle, wo wir noch ein Stahlwerk. Das zweite Sägewerk ist fertig. Da setze ich mal Ingenieure ein. Beziehungsweise, ach nee. Ich habe noch 10 Arbeiter, also sollen die auch noch arbeiten. Und mein Außenpostendepot ist fertig. Welches arbeitet jetzt gerade nicht? Demontieren? Nein. Ich könnte hier auf jeden Fall Nahrung besorgen. Außenpostenteam hier hinsenden oder den Dampfkern. Ich glaube, ich erstmal Nahrung, oder? Das ist echt eine schwierige Entscheidung. Was haben wir denn hier unten noch? Hier hätten wir noch Bäume. Ich mache erstmal Nahrung. Das ist wichtiger. Achso, ich muss noch ein Außenpostenteam machen, oder was? Es müssen mindestens 10 Einwohner verfügbar sein, nicht genug Stahl. Interessant. Achso, ich brauche 40 Bäume, 20 Stahl und 10 Arbeiter. Ich habe keine 20 Stahl, ja, das ist richtig. Ich könnte hier mal länger arbeiten, aber dann sind nur wieder die Einwohner unzufriedener. Dann steigt die Unzufriedenheit wieder an. Aber die Unzufriedenheit ist gerade bei 0. Deshalb finde ich das gar nicht so schlimm. Ich lasse die beiden Stahldinger hier mal länger arbeiten. So. Ja, das erhöht die Unzufriedenheit, ich weiß. Ich brauche noch 5 Arbeiter, zack. Aktuelle Obergrenze ist erreicht. Die Londoner gewinnen zusätzliche Anhänger hinzu. Wieso das denn? Achso, ja, die steigen immer noch. Wir schaffen es nicht in diesem Loch. Wir müssen gehen. Das glaube ich nicht. Warum sind die so unzufrieden? Einige der Bäume in diesem Wäldchen weisen tiefe Kerben in Form eines Kreuzes auf. Um sie herum haben wir ein paar Knochen gefunden. Erforschen wir den gefrorenen Hain. Vergrabene Schande. Als wir unter den mit Kreuzen markierten Bäumen herumstocherten, fanden wir einige flache Gräber. Den Leichen fehlten die meisten der größeren Muskeln. Einige Knochen wiesen Spuren von Schneidewerkzeugen auf. Offensichtlich wurden alle essbaren Körperteile entfernt. Och. Jetzt wissen wir, was die Überlebenden bei den Frischwasserquellen vor dem Verhungern bewahrt hat. Wir werden die Gräber intakt lassen, aber wir können die Bäume fällen, um an Holz zu kommen. Dann nehmt immerhin die Rohstoffe bitte mit. So, und das ist unser letztes Forscherteam hier. Hier hinten haben wir nichts mehr zu erforschen, das heißt, wir werden auf jeden Fall zurückkehren mit denen.
Zack. Einmal zurück zur Stadt, bitte. Sechs Uhr morgens, die Stahlminen fangen an zu arbeiten. Das ist sehr gut. Die 800 pro Tag, wann kommen die an? In Behandlung, das sind schon wieder reichlich, tatsächlich. Warum ist hier nur 80%? Wahrscheinlich, weil es noch so früh ist. Ich gucke gleich nochmal vorbei. Das ist noch zu. Das ist auch noch zu. So, die sind gleich da. Die muss ich auch mal langsam zurückholen. Die haben schon ganz schön viel hier wieder entdeckt und in 12 Stunden kommt die nächste Kohlelieferung. Ui. Einmal ganz kurz Pause, ich muss mal gucken, wie viel Kohlewerke ich noch habe. Und wer diese Kohle abbaut. 15 Leute, also Maximum. Wo arbeitet der denn hier? Achso, der arbeitet im Kinderheim, der Friedhof. Boah, dass die Gebäude aber auch so gleich aussehen, das ist echt schlimm. Noch ein Sägewerk. Der arbeitet doch irgendwo hier in so einer... Hier arbeitet der doch, oder? Im Treibhaus. So, Nummer 1 war. Nummer 2... Hier arbeiten nicht genügend Leute. Da ist es auch zu kalt. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, ich sollte hier hinten noch einen Kern hinbauen. Das könnte ich tatsächlich tun. Dann kann ich nämlich auch gleichzeitig so ein Dampfzentrum noch hier hinbauen. Zack. Dann kann ich nämlich hier auch noch abbauen. So. In diesem Sinne. Und die Späher sind an der arktischen Station angekommen. Die Tür der arktischen Station wurde eingeschlagen. Drin sind Kampfspuren zu sehen. Zerbrochene Möbel, beschädigte wissenschaftliche Instrumente und Blutspritzer. Erforschen wir die Station. Die letzte Entdeckung. In der geplünderten Station fanden wir Teslas Audiotagebuch. Eine Stimme sagt, die beobachteten Veränderungen, auch die Verdunkelung der Sonne, können nicht ausschließlich durch Vulkanasche verursacht worden sein. Was, wenn das große Erdbeben 1887 in Patagonien ein Asteroideneinschlag war? Rufe und Lärm sind zu hören, dann Stille. Zahlreiche Spuren führen von der Tür in Richtung der Berge. Entdeckte Orte, Höhlenversteck. Rohstoffe nehmen. Und ich gehe hinunter zum Eiskorridor. Oder gehe ich weiter zum Höhlenversteck? Ich gehe zum Eiskorridor. Mit denen. Und dann gehe ich auch nochmal zurück. Weil sonst haben wir nachher, wenn wir die verlieren sollten, nämlich wieder jede Menge Rohstoffe verloren, die wir retten können. Und die uns vielleicht auch den Arsch retten können. So. Die Kohle wird gefördert. Rationalisierte Automate erforscht. Sehr schön. So. Sammelstellenwärmedämmung. Die ist natürlich mega günstig im Vergleich zu allem anderen, was wir gerade erforschen können. Industrielles Treibhaus. Ein effizientes, dampfbeheiztes Treibhaus, in dem verschiedene Pflanzen angebaut werden können, die bis zu 60 Rohnahrung pro Tag erzeugen. Das normale erzeugt nur 30 pro Tag, also das Doppelte einfach mal. Aber auch hier brauchen wir wieder 25 Stahl, den wir gerade nicht haben.
Die Mechanisierung des Krankenhauses. Krankenhäuser beschäftigen weniger Leute. Minus 5 Ingenieure. Auch super. Haus. Ermöglicht den Bau von komfortablen Häusern. Speisehaus, Wärmedämmung. Wir haben für alles nicht genug Stahl. Und hierfür erst recht nicht. Alles braucht Stahl, was wir jetzt erforschen können hier. Wirklich alles. Das hier könnten wir uns gerade leisten. Das Rohstoffdepot, die Aufwertung. Rohstoffdepots können 50% mehr Rohstoffe lagern. Brauchen wir im Moment noch nicht wirklich. Und alles andere kostet wieder Stahl. Ich warte noch, dass wir genug Stahl haben. Und dann werde ich, glaube ich, erstmal das Krankenhaus mechanisieren. Oder dieses Treibhaus hier. Das ist, glaube ich, das nächste Ziel, das Treibhaus. Können wir auch gleich machen. ...25 brauchen wir für das Treibhaus. Haben wir gleich. Funktionsfähig, keine Produktionsaufträge. Achso. Die Automatone. Oh ja, oder wir machen die Automatone erstmal. Erstmal günstiger, aber das haben wir gerade gemacht, oder? Ja. Nee, die Eingliederung ist, ja. Ah, nee. Genau, wir haben sie gerade günstiger gemacht. Das ist super. Das heißt, ich erforsche jetzt das industrielle Treibhaus.